das Handwerkszeug des Juristen ist die Sprache. Also logisches Denken und Sprache sind im Grunde das A und O der Juristerei. Sie stehen hier im Mittelpunkt. Das ist anders als an vielen anderen Ausbildungseinrichtungen. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Sie da sind. Jura ist ein unglaublich praktisches Fach. Jura ist alles andere als trocken. Ich habe es keine Sekunde bereut, Jurist geworden zu sein. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Law Camp. Dankeschön. Sie haben gerade eben in der Einführung des Präsidenten schon gehört, dass es offensichtlich drei Fachsäulen gibt, das öffentliche Recht, das Strafrecht und das Zivilrecht. Wie unterscheiden wir diese drei großen Bereiche? Im öffentlichen Recht befassen wir uns im Prinzip mit Situationen, wo der Bürger dem Staat gegenübersteht. Wir sprechen oft von Subordinationsverhältnissen, also ein Über-Unterordnungsverhältnis. Meine Aufgabe ist es heute, Sie so ein klein wenig an das Strafrecht heranzuführen. Man könnte jetzt natürlich sagen, naja, wenn der Täter T das Opfer O verletzt, dann soll eben zivilrechtlich irgendein Schadensersatzanspruch zuerkannt werden und dann muss er dafür bezahlen. Aber dann könnte natürlich jemand sagen, der über die nötigen Mittel verfügt, naja gut, ich verprügel ihn mal ordentlich, das war es mir wert, ja, und dann bezahle ich dafür. Das wollen wir nicht. Also das Strafrecht soll Rechtsgüter schützen. Sie alle sind Rechtssubjekte. Warum? Weil das objektive Recht Ihnen Rechtsfähigkeit verliehen hat. Wir werden gleich ein bisschen mehr über das BGB sprechen, das bürgerliche Gesetzbuch. Und in Paragraphen 1 des BGB, also ganz vorne, steht ein wichtiger Satz. Da steht, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Geburt. Ich habe mich für die EBS entschieden, weil mich die kleinen Gruppen hier begeistern und die gute persönliche Betreuung von den Professoren. Einfach das persönlichere Umfeld wie an einer staatlichen Uni. Gerade natürlich auch, dass die EBS mit vielen großen Wirtschaftskanzleien und Unternehmen schon zusammenarbeitet oder als Partner hat und uns dadurch natürlich sehr gute Kontakte in die Bereiche auch weitergeben und vermitteln kann. Die EBS hat den Vorteil, dass man innerhalb von sehr kurzer Zeit mehrere Abschlüsse gleichzeitig erzielen kann, sowohl in Jura als auch in Betriebswirtschaftslehre, sodass man halt im späteren Berufsleben mehr Auswahlmöglichkeiten hat und sowohl in juristischen als auch in betriebswirtschaftlichen Abteilungen tätig sein kann. Dass dieser Spirit, der an der EBS einfach vorhanden ist, ein Riesenvorteil ist gegenüber einer staatlichen Universität, wo sowas einfach nicht zustande kommt. Wir sind jetzt in Frankfurt und stehen hier vor der Kanzlei Gleis Lutz und haben da gleich noch einen Workshop vor uns, in dem wir selber nochmal einen Fall bearbeiten werden. Also ganz herzlich willkommen bei Gleis Lutz. Heute geht es eigentlich darum, dass Sie so ein bisschen Eindruck haben, wenn ich verhandle, was mache ich da, wie läuft denn das und über was rede ich dann da eigentlich. Dadurch, dass wir kommen Ihnen ja schon einen Monat entgegen. Die proportional ansteigenden Gebühren klingen ganz gut, Ende Februar klingt nicht so gut. In unserem Interesse ist es natürlich, dass die Gruppe langfristig wächst. Dann können wir doch ganz einfach sagen, dass wir ab dem 31. den regulären Zinssatz in Höhe von 4,5% erheben. Das heißt, eigentlich kommen wir Ihnen schon entgegen. Aber was ich eigentlich möchte, ist gar nicht die Fronten zu klären, sondern ich möchte eigentlich den Vertrag. Also normalerweise, mittlerweile ist es so, dass diese Klausel komplett gestrichen wird. Und deshalb müssen Sie uns schon in gewissem Maße entgegenkommen. Das ist wirklich ein Punkt, der nicht verhandelbar ist. Mir haben die Verhandlungen Spaß gemacht. Man konnte richtig schön mit den anderen interagieren, die anderen noch besser kennenlernen. Und man konnte auch einen Einblick darauf gewinnen, was uns vielleicht in der Zukunft erwartet.
Heute sind wir hier klettern und das hat auch so ein bisschen was mit Teambuilding zu tun. Und dann gibt es auch noch ein kleines Essen danach, wo man einfach wieder miteinander sprechen kann, die Leute besser kennenlernt. Ja, schon ganz schön zusammen.